Hallo liebe Fans, ihr habt wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge von German Gamer Clan TV. Ich bin wieder euer GGC Quickscope, doch wie ihr wisst, ist ja letzte Woche unser Clan-Leader GGC Nightmare gestorben. Das war wirklich sehr traurig. Jedoch habe ich mir einen neuen Co-Moderatoren gesucht, und zwar den GGC Pro Gamer. Hey ho! Okay Pro Gamer, erzähl uns doch etwas über die heutige Folge. Jo, wir zeigen euch heute die besten 5 Kills aus der TU-Beta. Jo, ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Okay, unser Platz 5 ist von GGC's Nightmare. Dort wird auch schon der erste assassinated. Hier ein 2-for-1 Rocket-Schuss und der Overkill Extermination zu Massaker. So, dann kommen wir auch schon zu Platz 4 von GGC Hypnotics. Eine schöne Nade zum ersten Kill, dann ein schöner Headshot zum Double und ein guter Finish zum Triple Kill. Kommen wir nun zu Platz 3 von mir, GGC Quickscope. Hier wird er direkt vor mir gespawnt, leicht fake. Da schieße ich in seinen Kopf mit der Mangel und hier perfekt Vorschuss zum Double Kill. Da kommt er schon angefangen reingerannt, Triple Kill, No Scope, schön. Und hier ist auch schon der Platz 2 von GGC Toast, der erste schön aus dem hat, der zweite auch. Und perfekt Vorschuss in den Kopf, sehr schön. Kommen wir nun zum sehnlichst erwarteten Platz 1 von GGC Bullet auf Counter. Hier DMA hat er schon den ersten aus und der zweite, dem braucht er nur noch einen Schuss zu geben. Er sieht den dritten und der Triple Kill ist nicht weit entfernt. Schöner aus DMA der Triple zum Massaker. Also die Clips gefallen mir sehr gut. Hier auch Quickscope? Ja, das tun sie, Pro Gamer. Quickscope, sag doch mal den Fans, was sie nächstes Mal schon erwartet. Tja, also wir haben uns ja überlegt, dass wir nächste Woche ein Living Death Special machen wollen. Halt schöne Multikills, neunfachen Killionär, vielleicht auch ein paar Gemetzel, kommt drauf an, wie gut sie sind. Hört sich doch ganz cool an. Jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, GGC FTW.